Wettbewerb Leuchtturmprojekt an Medizinbibliotheken wurde ja 2013 zum ersten Mal auf Initiative von Dr. Oliver Obst ausgeschrieben und danach jährlich neu aufgelegt. Es wurden wieder ausdrücklich Medizinbibliotheken aller Sparten und aller Größen angesprochen. Und bei der Preiswürdigkeit der Projekte sollte nicht dessen Größe und Umfang oder der geleistete finanzielle oder personelle Aufwand zählen, sondern explizit die innovative Idee und deren Umsetzung unter den lokalen Bedingungen. Unter dem Titel ZBMed Covid-19 Hub, ZBMed unterstützt die Forschung rund um das Coronavirus SARS-CoV-2, reichten die Kolleginnen und Kollegen von ZBMed ein Projekt ein, mit dem sie sehr schnell auf die im März sich auch in Deutschland ausbreitende Corona-Pandemie reagierten. Zuerst wurden valide Quellen zu dieser Problematik zusammengetragen. Aufgrund der Fülle war aber schnell erkennbar, dass eine bloße Listung nicht mehr ausreichen würde. Parallel dazu haben sich die Forscherinnen und Forscher von ZBMed mit ihrem bioinformatischen und medizinischen Hintergrund Gedanken gemacht, wie sie die Forschung rund um Covid-19 unterstützen können. In einer Wochenendaktion Mitte März entstand dann die Rohfassung des sogenannten ZBMed Covid-19 Hub, der sukzessive ausgebaut wurde unter Nutzung typischer Forschungsmethoden wie Text und Data Mining sowie der Analyse großer Datenmengen. Die Jury war sich einig, dass dieses Projekt von ZBMed auf jeden Fall im Sinne der Ausschreibung preiswürdig ist. Es benötigte zu seiner Umsetzung nicht so sehr finanzielle Ressourcen, sondern vor allem engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie auch aus der Beschreibung des Projektes sehr deutlich wurde. Besonders beeindruckend war, dass noch im März 2020, als die Pandemie sich in Europa zu manifestieren begann, das Konzept für den Hub entwickelt und in sehr kurzer Zeit auf einem sehr hohen Niveau umgesetzt werden konnte. Der ZBMed Covid-19 Hub ist wohl in der Geschichte der Ausschreibung der Leuchtturmprojekte durch die AGMB jenes Projekt, das am raschesten realisiert wurde und in einer besonders schwierigen Phase, in der die meisten Bibliotheken und ihre Services zurückgefahren wurden, eine Innovation von sehr großer Sichtbarkeit platzieren konnte. Der Covid-19-Hub ist in einem außergewöhnlichen Tempo entstanden und stellt aktuell eine unerlässliche und frei zugängliche Informationsressource für Virologen, Epidemiologen und auch andere Forscher dar. Und wir Bibliotheken können diesen Service nachnutzen. Davon profitieren wiederum unsere Wissenschaftler und Ärzte im eigenen Haus. Die Sichtbarkeit nach außen ist hoch und die Akzeptanz auch international gegeben. Wir sind der Meinung, also die Jury ist der Meinung, dass ZBMed hier ihrem Auftrag, medizinisch relevante Informationen schnell, effizient und fundiert zur Verfügung zu stellen, sehr gut nachgekommen ist und damit einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen eine weltweite Krisensituation, die leider immer noch andauert, leistet. Ich würde jetzt genau das Wort an Sie übergeben, weil Sie stellvertretend jetzt sozusagen diesen Preis entgegennehmen für ZBMed das Projekt Covid-19 Hub. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich den Preis, diese Auszeichnung entgegennehmen darf. Ist tatsächlich nur stellvertretend für sehr viele engagierte Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen bei uns. Für den Covid-19 Hub arbeiten unsere Forschenden, also es sind Professor Repolz Schumann und die Teams von Frau Professor Fluck und Professor Förstner, die arbeiten sehr eng zusammen mit den Bibliothekarinnen ganz aus dem ganz klassischen Bibliotheksbereich, also aus den Livivo-Teams, aus dem Publisso-Bereich, also alles sehr eng zusammen, Hand in Hand, quer durch alle Bereiche und Hierarchien. Und das am Anfang wirklich trotz Homeoffice und dieser ganzen Herausforderungen, die uns da Anfang März getroffen haben. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, die erste Version des Covid-19 Hub ist Mitte März entstanden, als uns die Pandemie gerade so richtig überrollt hat. Man könnte sagen, das war wirklich eine Nacht- und Nebel-Wochenendaktion. Sehr, sehr schnell waren die ersten Services implementiert. Anfangs sehr spezifisch aus dem Bereich der Datenwissenschaften. Und nach haben wir das weiter ausgebaut. Uns wird auch jetzt noch weiterhin dran gearbeitet. Als letzte Ergänzung ist zum Beispiel ein Text-Mining-basierter Preprint-Viewer speziell zur Literatur, für Literatur zu Covid-19 entstanden. Der ist auch innerhalb der NFDI übrigens in dieser Förderung entstanden in der Forschungsgruppe von Juliane Fluck. Ja, wir freuen uns alle sehr darüber,
dass die AGMB unser Engagement ausgezeichnet hat, denn diese ganze Initiative ist für uns eine Herzensangelegenheit, die uns von Anfang an sehr, sehr wichtig war. Und ja, Sie haben das ja auch gesagt, dass engagierte Personen dahinter stehen, und das war tatsächlich und ist immer noch der Fall. Wir sehen uns hier in der Verantwortung, denn wir sind als zentrale Fachbibliothek und gleichzeitig auch als Forschungszentrum gefordert, diese Rolle insbesondere in einer solchen Krisensituation auszufüllen. Ganz herzlichen Dank.